Jesus betet im Garten Gethsemane. Jesus und seine Jünger kamen zu einem Garten, der Gethsemane hieß. Dort sagte Jesus zu seinen Jüngern: Bleibt hier sitzen, während ich bete. Er nahm Petrus, Jakobus und Johannes mit sich. Plötzlich überfielen ihn Angst und Schrecken. Und er sagte zu ihnen: Ich bin ganz verzweifelt, am liebsten wäre ich tot. Wartet hier und bleibt wach. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter. Dort warf er sich zu Boden und bat Gott, ihm diese schwere Stunde zu ersparen, wenn es möglich ist. Er sagte: Aber, mein Vater, für dich ist alles möglich. Nimm doch diesen Becher fort, damit ich ihn nicht trinken muss. Aber nicht, was ich will, soll geschehen, sondern was du willst. Jesus kam zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Da sagte er zu Petrus: Simon, du schläfst? Konntest du nicht diese eine Stunde wach bleiben? Bleibt wach und betet, damit ihr die kommende Prüfung besteht. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist zu schwach. Dann ging er noch einmal weg und betete mit den gleichen Worten wie vorher. Als er zurückkam, sah er, dass seine Jünger wieder eingeschlafen waren. Denn die Augen waren ihnen zugefallen und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Beim dritten Mal, als Jesus zurückkam, sagte er zu ihnen: Schlaft ihr immer noch und ruht euch aus? Es ist soweit. Die Stunde ist da. Seht doch, jetzt wird der Menschensohn ausgeliefert an Menschen, die voller Schuld sind. Steht auf, wir wollen gehen. Seht doch, der mich verrät, ist schon da. Für mich ist Beten etwas, was manchen Menschen Kraft geben kann, manchen Menschen Sicherheit geben kann, dass sie nicht alleine sind oder dass jemand ihnen sogar zuhört. Und es ist etwas, was, finde ich, ziemlich wichtig in einer Religion ist. Ich bete nur sehr selten und wenn ich bete, dann immer nur in Gemeinschaft mit anderen, also zum Beispiel auf Jugendfreizeiten. Oder ganz klassisch in der Kirche. Beten. Beten tue ich meistens, wenn ich in der Kirche bin oder wenn es mir wirklich schlecht geht, weil ich dort einen Ansprechpartner habe, der mir immer zuhört und dem ich alles erzählen kann.